Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. So, wenn du ein Traumakissen verwendest, kannst du dich damit heilen, bla bla bla. Das werden wir auch tun, weil wir haben ja gesehen, was da auf uns zukommt. Was ist mit der los? Mal wieder runter. So, das Problem ist, wir haben auch kaum Munition, ne? Wir müssen... Das wird kritisch. Kritisch, aber wir schaffen's. Ich muss besser ausweichen. Nun komm mal runter. Gezielte Schüsse. Boah, scheiße. Okay. Das war krass unfair. Hält er das Arschloch weg da, Junge. Muss ich jetzt machen? Muss ich rennen? Aber ich würde gerne noch Gegenstände finden. Oh, scheiße. Wo muss ich lang? I don't know. Und sie wanderten im finsteren Tal. Sorry, ich bin ein bisschen angespannt. Wo muss ich hin, Mann? Oh, scheiße! Los. Ja, los. Bring dich in Sicherheit. Ja, gib Stuff her. Okay, das ist schon mal ein guter Schritt. Bring dich in Sicherheit. Ist schon mal... Also wir sind schon weiter. Aber das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, ne? Geh doch kaputt, Junge. Voll unfair, der Penner. Oh, nachladen. Okay, ist ein gutes Zeichen. Zweite Welle, oder was? Ich hab nur noch einen Schuss, Leute. Mach auf, Junge. Gib mir die Scheiße. Sorry, aber... Ich bin ein bisschen angespannt. Ich will das jetzt hier schaffen. Oh, oh. Saga, mach doch. Wie Saga? Wo ist er? Geh weg! Oh ne, dann nehmen wir uns. Sehr gut. Okay, weiter. Es läuft, Leute. Scheiße, wo muss ich lang? Es gibt nur einen Weg. Ich trottel. Hä? Nein, jetzt hör auf. Gib her! Oh, scheiße! Manu, geh doch mal mit deinem Trittfuß weg da. Keine Mund mehr. Rennt er oder was? Junge, gib her. Eine Flut der Dunkelheit. Das kotzt mich am meisten an. Nimm den Scheiß. Ich sehe nicht. Geh mal weg.
Ich hab ihn! Ich mach mich mal aus. Saga Anderson, FBI. Ich kann sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir sollen kommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Ja, hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Alan Wake wird seit 13 Jahren vermisst. Alter, ich hab den ersten Teil überhaupt nicht mehr im Kopf. In the dark. Also, falls ihr euch wundert, bei mir krisselt's auch so, ja? Also, es ist nicht euer Fernseher oder die Aufnahme. Es krisselt bei mir auch so. Das ist, glaube ich, mal Absicht. Ja, nettes Lied. Aber wir wollen weitermachen, oder? Keine Zeit verschwenden. Den Übergang. Wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Geht es nur mir so oder sieht Alan Wake aus wie John Wick? Bin ich noch immer im dunklen Ort? Nein, das kann nicht sein. Ich bin draußen. Ja. Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt so wie ich. Gut. Dann mal weiter. Mal seine Bis zum Auto dauert es eine Weile, Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Ich brauche noch eine Minute. Cauldron Lake. Ich dachte, ich würde nie hierher zurückkehren. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Ja. Erstmal Kontaktlinsen checken. Es wird dunkel. Hat er Drogen genommen? Haben Sie eine Taschenlampe? Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Licht und eine Waffe. Ganz ruhig, Wake. Und die Seiten? Wenn Sie irgendwo Seiten mit Text finden, müssen Sie sie sicher aufbewahren. Unser Leben hängt davon ab. Auf ihnen stehen wichtige Infos. Wir wissen von den Seiten, Wake. Wir halten die Augen danach offen. Okay. Okay, einen Moment bitte. Schon gut. Kann ich jetzt los? Lassen Sie sich Zeit. So, ich schaue mich jetzt hier um. Ist mir egal, was der da quatscht jetzt. So. Wonach... Soll ich jetzt eigentlich so... Oder soll ich jetzt mal hier die Falldinger durchgehen? Falltafel. So, guck mal, was haben wir denn jetzt hier? Fall abgeschlossen. Was ist da... Wo ist das Herz? Wort auf dem Herz? Wie kann ich denn das jetzt abschließen?
Oh, okay. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Na, dieser Nightingale war ja schon im ersten Teil, glaube ich. Ich habe Nightingale getötet, ich musste es tun. Er war ein Monster. Die Überflutung am Cordon Lake hat sich anschließend zurückgezogen. Nichts davon ergibt Sinn. Wir haben Alan Wake, einen Schriftsteller, der seit 13 Jahren vermisst wurde, am Ufer gefunden. Hoffentlich kann er uns weiterhelfen. Das hoffen wir alle. So, sag ich mal hier, der Kult des Baumes. Bilder des Kults wirken beinahe wie eine Werbung, wie Marketing. Ja, ich sehe nichts. Oh. So, wo ist denn der Kult? Kult des Baumes. Kultziel? Wer ist involviert? Nee. Kultsymbol? Kultpsychologie. Ja. Logisch. Kultsymbole sind normalerweise unauffällig. Nur für Mitglieder erkennbar. Doch hier sind sie sehr auffällig und stechen direkt ins Auge. Das stimmt. So, was sind jetzt hier mit Ziele? Optional, untersuche den vorher gefluteten Bereich. Kehre nach Bright Falls zurück. Ach so, okay, gut, das sind unsere... Der vorher geflutete Bereich, wo ist der? Ich sollte mich umsehen. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Scheiße. Dort. Na gut. Kommen da jetzt eigentlich noch mehr Viecher? Das ist jetzt die Frage. Ich will erstmal zu dem überfluteten Bereich. Den gucken wir uns auf jeden Fall an. Vielleicht kriegen wir da Informationen. Wieso der Bereich auf einmal nicht mehr überflutet ist? Kann ich da drunter durchlaufen jetzt hier? Ich glaube nicht, ne? Was ist das? Eine gruselige Zweigskulptur. Blair Witch. Da ist eine Kiste. Oh, geil. Einfach geil. Eine Schließkassette. Nett. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Notizen und Munition. Eine das Fackel. Werkzeug der Wahl. Ist das? Was ist das? Was ist das? Ah ja, okay, hier haben wir... Sehr schön, der sammeln. Der sieht seine Opfer nicht als Menschen. Kurz mal die Fresse halten. Entschuldige, ich meine kurz ruhig sein. Denkt daran, sie sehen aus wie wir, aber sie sind es nicht. Sie sind Tiere. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiden. Okay. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles gekriegt? Opantank. Schrotflintenmunition. Leuchtfackel. Schmerzmittel, okay. Okay, okay, okay. Das war ganz gut, da lang zu gehen. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich die Falltafel dann nicht vervollständige, dass ich zum Beispiel so einen Pin, wie wir da gebraucht haben, wo die Flinte ist, dass ich dann sowas halt nicht kriege, ne? Voll ärgerlich. Deswegen, wir machen das schnell. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke mal, das trägt zum großen Teil dazu bei, ne? Relevante Orte, Fälle erfassen, Objekte und Informationen, die Sage erworben hat, um den Fortschritt der Sammlung aufzuzeichnen. Aha, zum Beispiel eine Kiste. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Wie zum Beispiel so ein Pin, ne? Wäre schon ganz geil. Bright Falls? Später, so. Was ist denn jetzt hier? Versteckt am Ufer des Cordon Lake. So, haben wir hier oben? Kultverstecke in Cordon Lake. Klar. Zack. Die Notiz darin fordert die Kultisten dazu auf, ihre Opfer dehumanisieren. Also, ja. Dehumanisieren, was meinen die damit? Die dann halt in so einem Monster zu wandeln? Also, im Grunde genommen, was machen die dann? Legen die den Fluch auf oder was? Weil das mit der Hexe war ja auch, ne? Also wir haben das Herz da rein und die Hexe hat sozusagen reagiert, ne? Eine Seite. Also hat diese Hexe was damit zu tun?
Manuskript. Er war dem Schriftsteller schon immer auf der Spur gewesen. Dem Schriftsteller, den er verachtete. Hemingway, Bukowski, Wake. Also es sind alles Schriftsteller. Ich werde sie kriegen. Ich werde sie finden. Sie werden dafür bezahlen. Das ist eine Nummer zu groß für sie. Er stieg in die Tunnel hinab. Aus der dunklen Stadt. In den Ozean der Finsternis. Nächster Halt, Caldera Street Station. Ach, Caldera, ich wollte Cauldron Lake sagen. Etwas eine Präsenz rumpelte. Kein Zug. Schatten bewegten sich auf dem Bahnsteig. Der Kult des Schriftstellers wartete dort auf ihn. Der Kult des Wortes? Jetzt ein anderer Kult? Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Ich trage seine Worte jetzt an meiner Brust. Sie dürfen den See nicht betreten, bis er dies erlaubt. Er würde gefasst werden, ermordet. Sie haben ihn erwischt. Sie haben ihn nicht erwischt? Er wurde aus dem Hass wiedergeboren. Er war da, aber er war auferstanden. Sollte den Lichtschalter suchen? Auferstanden aus dem See, der nicht der See war. Junge! Komm klar, Alter! So. Mach doch mal wieder die Taschenlampe an. Oha, das Licht ist aber jetzt mir zu stark ein bisschen, ne? So, guck mal, wir haben hier en masse. Ja, na, endlich. Ich habe Flashbacks. Erinnern Sie sich an Ohio? Klar. Der Northside Slasher. Aber das war ein ganz anderer Fall. Die Bäume, Anderson. Er versteckt die Leichen im Wald. Du kannst eine Schnellwende ausführen, indem du zweimal schnell... Ach, kick mal an. Schön. So, hier war die Hexe. Was ist denn los? Was bist du denn? Ja, Alter. Was hast du dir gedacht? Boah! Wolf! Er kommt wieder raus aus der Dunkelheit, ne? Nicht da! Geh mal weg ein bisschen. Ich brauch die Flinte, ne? Nachladen. Er hat was vor. Jetzt hör auf! Tiere verwandeln sich in Monster. Ja, furchtbar. Ich hatte so schön viel Munition, ne? Hier ist nichts. Was passiert hier? Verbrenn ich? Nee, das Schlimme ist, dass ich jetzt hier, ich nehme mal Schmerzmittel, um zu gucken, wie sich das auswirkt. Alter, ist ja ganz wenig, ne? Oder? Gut, wir haben nur noch 6 Schuss. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist schon wieder dieses Kultzeichen, ne? Okay, wir haben hier eine Kiste. Sehr schön. Hier haben wir eine Seite. So. Zurück im Witch's Lake richtete Saga die Taschenlampe auf die seltsame dunkle Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenschauers hinterlassen hatte. Darunter war etwas versteckt. Sie versuchte mit Mühe etwas zu erkennen. Das Gegenteil von Sonnenflecken in ihren Augen. Noch schwärzer als schwarz. Plötzlich eine Veränderung. Das Licht reagierte auf die Substanz. Eine Rückkopplungsschleife? Es wanderte ihren Arm hinauf. Saga drückte die Taschenlampe zusammen. Willens, dass sie die dunkle Materie durchdringt, sie wegzubrennen. Alright. Da ist ein hell leuchtender gelber Pfeil. Soll ich mal her? Ich brauche mal mehr Muni. Vielleicht alle da lang? Haben wir da hinten noch eine Kiste? Ich weiß nicht. Ich will da eigentlich nicht lang, weil ich will nicht so viel Muni, weil da, wer weiß, was da hinten wieder für Viecher sind. Guck nur kurz, ob da eine Kiste ist. Scheint nicht so, ne? Hier ist die Brücke. Egal, wir gehen jetzt da lang. Wir wollen weiterkommen, Leute. Beruhigt euch, wir wollen weiterkommen. Wir haben doch keine Zeit. Okay.
Ich dachte gerade, das wäre eine Kerze hier. Was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Achso, das soll ein abgebrochener. Hier liegt Schlüssel. Flussufer versteckte. Was? Flussufer versteckte Schlüssel? Hä? Aber. Nicht zum Schlüssel geführt? Ja, und was bringt mir das jetzt? Witches Laid. Campground. Hier, Campground war ja nichts mehr, ne? Oder? Außer Ditte. Müssen wir da. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Was ist das denn? Was da wohl drin ist? Habe ich den Schlüssel jetzt? Ich davon? Sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Na, mit dem Schlüssel vielleicht, ne? Guck mal. Ah, hat geklappt. So, der Kult beobachtet gerade alles. Der Kult hat einen Arsch offen. So, eine Fackel, Flinte. Schön, ich würde gern einen Code haben. Das ärgert mich. Warum habe ich die Kiste eigentlich gerade nicht gesehen, ne? Wo ich hier lang gelaufen bin. Okay, gut. So, hier müsste Witches Late dann sein, ne? Was ist eigentlich hier? Ja, ich weiß, da. Guck mal hier. Da noch eine Kiste. Wunderbar. Was ist denn jetzt mit dem Stock hier? Der heutige Fang: ein gelber Barsch und ein mittelgroßer Hecht. Eine Seeforelle ist mir leider durchs Netz gegangen. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich eine fremde Person im Wald. Sie hatte ein Fernglas oder eine Art Teleskop dabei und machte sich Notizen. Sie hat mich nicht bemerkt. Gut, ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Der heutige Fang: ein alter Gummistiefel, ein paar dieser Widerlinge haben sie wieder hier herumgetrieben. Ein paar dieser Widerlinge haben sich wieder hier herumgetrieben. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen, wie immer. Niemand bemerkte einen ruhigen alten Fischer. Nicht einmal die Fische. Tja. Okay. Gut, also hier war sein Angelspot oder was? Gut zu wissen. Also gut, hier können wir nicht weiter. Bedeutet, wir müssen über die Brücke. War da nicht die Hexenhütte? Bin unsicher. Flussufer, Cordon Lake. Hey, hatten wir aber den Schlüssel, hatten wir da. Warum ist hier eine Kamera? Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Na super. Kinderreime. Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Ein Vogel für das Licht, zwei für die Dunkelheit, drei Vögel, wie wenn ein Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht, fünf für die Wunden, sechs für die Geschundenen, sieben fürs Ende, was immer es ist. Hä? Ne? Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich hier. Aber da mal kurz. Nee. Das sind Wellen, das ist ein Herz. Wenn ich da Nightingales. Ich hab gar keinen. Da ist ein Haus. Okay, da muss ich ja Sachen drauflegen. Drücke immer die falsche Taste. Sorry, Leute. Was zur Hölle ist das hier? Was ist das denn? Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Ich ahne irgendwie furchtbar, ne, mit Logan. Ein Vogel für das Licht. Zwei für die Dunkelheit. Drei Vögel, wenn ein Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht. Fünf Vögel für die Wunden. Sechs für die Geschundenen. Sieben fürs Ende, was immer es ist. I don't know. Macht doch nicht so eine Rätsel, Leute. Finden wir vielleicht später, ne? Finden wir irgendwie tote Vögel oder was? Muss ich da Vögel hinlegen? Ich geh mal ins Licht. Guck mal hier. Hey! Flussufer versteckt. Versteckschlüssel. Dreckscheiße. Liegt das Ding nicht mal auf? Kann ich es aufschießen? Witchfinder Station. Da ist da auch noch was.
Mann, Junge. Warum ist hier alle zugeschlossen? Ist das dunkler? Wir gehen mal zur Witchfinder Station. Ich habe irgendwie das Gefühl, mich greift hier gleich wieder ein Wolf an. Monsterwolf. Oh, Witchfinder Station. Warum ist meine Taschenlampe eigentlich aus? Ja, okay, was ist denn das da? Wieder Manuskriptseite. Mein Gott, Alter, hier muss ich ja mehr lesen als in der Schule. Oh. So, okay, los. Ein Übergang des dunklen Ortes brauchte einen Anstoß aus beiden Richtungen, um sich zu manifestieren. Die Realität in unserer Welt wird durch wiederholte, an einen Ort gebundene dunkle Überlieferung zerfressen. Und ein Kontrakt. Was? Und einen Kontrapunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in den Tiefen des dunklen Ortes entstanden ist und eine Verbindung zu der Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den Schleier zum... Alter, wo bin ich denn jetzt hingegangen? So, wo war ich jetzt? Botschaft, warte. Ich denke, wo war ich denn jetzt gerade? Scheiße. So, hier war. Geschwächten Schleier zu gelangen. Eine Geschichte über einen Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Zwei korrupte Männer, die durch ihren eigenen verdrehten Ehrgeiz getötet wurden. Eine verfolgte alte Frau, die in einer Badewanne ertrunken ist. Verdrehte Reflexionen auf der anderen Seite des Spiegels. Bögen, die durch Realitäten stechen. Die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirkten zusammen und bildeten einen Rinnsal? Rinnsal, das zu einem Sturzbach wurde. Ein Wurmloch. Ein Vortex. Und die Kunst, die Landkarte wurde zum... Albtraumgebiet. In dem der dunkle Ort in unsere Realität eindrang. Eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappte und die Realität wie einen schlechten Traum in eine Schleife verwandelte, die alles und jeden in ihren dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Was ist das für eine Scheiße? Für einen Text, ey. Reicht nicht ein Satz? Ist in Ordnung. Oh, okay, weiter. Da ist noch einer dieser Reime. Na toll. Okay. Ein mutiger Held verschließt sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim, nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinem Liebchen blieb ihm nur ein Arm. Scheiße. Mann, wieder falsche Tat. Also, muss ich da einen Arm hinlegen oder was? Mach keinen Quatsch, ne? Was? Erstmal was atmet hier so laut. Bin ich das? Zweitens sieht das sehr verdächtig aus. Sieht ja fast aus wie Dings. Wie mein Raum da, mein Gedankenraum. Okay, gut. Nur so. Ah ja, ja, geht auf beiden Seiten auf. Ups, entschuldige. Hier drinne. Noch mehr Seiten. Wunderbar, ich freue mich. 7.21, Tipp des Tages. Wenn beim Wandern die Natur ruft, sollte man zuerst die Windrichtung berücksichtigen, bevor man sein Geschäft verrichtet. Oh, du Scheiße. Beobachtungen. Ausflügler haben die Äste von einigen Bäumen unten am See abgebrochen, um ein wildes Feuer zu machen. Ich habe versucht, einige der Schäden zu beheben und das Gebiet gewässert.
Vielleicht sollten wir mehr Hinweisschilder aufstellen. Ich habe auch einige Fährten gefunden, die ich nicht zuordnen konnte. Ziemlich große. Ein Fehlfraß? Oder verschmierte Fußspuren? Wie auch immer, sie verliefen in seltsamen, unerklärlichen Mustern. Vielleicht stammen sie von einem kranken Tier. Ich werde die Augen offen halten. 7.24. Gedicht des Tages. Die schlummernde Sonne weiß nichts von den Leiden der Menschen, die sich winden und wenden, sich sorgen und quälen und sich nach ihrem seligen Schlummern sehnen. Beobachtungen haben einen Haufen Müll aufgesammelt, den die Touristen hinterlassen haben, obwohl ich sie darauf hingewiesen habe. Menschen sind das Schlimmste. 7.25. Gedanken des Tages. Jede stattliche Kiefer war einst nur eine kleine Eiche. Mann, halt dein Maul, Junge. Beobachtung, es wächst viel nach in der Gegend. Einige der Setzlinge, die ich früher gepflanzt habe, gedeihen prächtig. Das muss an dem vielen Regen liegen. Mir macht er auch nichts aus. Ich liebe das Geräusch beim Einschlafen. Schon erstaunlich, was eine gute Nachtruhe und eine warme Tasse Tee bewirken können. Wartet ja hier richtig aus in, ja. Ich kann hier bald eine Lesestunde veranstalten. So ein Dreck. Was ist denn hier? Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Hä? Warum bewegt sich die Kiste? Ja, nicht wundern. Was ist denn das? Guck mal. Ich bin nur vorbeigelaufen und ich nehme gleich die ganzen Türen auseinander. Warum ist denn der Computer eigentlich an? Warum sind da Kekse? Was gesehen? Oh, eine riesengepackte Tasche. Wollt ihr hier vielleicht eine abhauen? Oh, noch mehr zu lesen, geil. Ziel, Untersuchung der realitätsverändernden Effekte, die im Gebiet des Cordon Lake entdeckt wurden. Unter Nutzung von Fiktion und Kunst als Quelle und anschließende Manifestation der Resultate in die Existenz. Alter, was ist denn das für ein Text, ey? Was soll denn die Scheiße? So, Methodologie. Das FBC will in diesem Forschungsprojekt mit Kinderreimen im Weiteren als Fiktion bezeichnet, experimentieren und versuchen, die Bedingungen nachzubilden, unter denen das Geschriebene Wirklichkeit werden würde. Die Hypothese lautet, dass die Fiktion die Realität auf zwei verschiedene Weisen beeinflusst. Entweder indem sie Ereignisse wiedergibt, die bereits stattgefunden haben, aber ihrem späteren Schöpfer nicht bekannt sind. Warte. Dessen Schöpfungsakt daher zum Katalysator für diese vergangenen Ereignisse wird. Nach denen sie zur Quelle ihrer eigenen Inspiration werden oder indem die Fiktion selbst die treibende Kraft in ihren gegenwärtigen Zeitlinien ist und in den Schöpfern als Medium mit benutzt. Alter, leck mich! In dem Experiment werden wir Kinderreimtexte mit einer bestimmten Funktion kreieren und dann die dargestellten Puppen und Symbole nach Bedarf in einen sorgfältigen Testprozess mit dem Ziel verwenden, dass sich die in der Fiktion erzählte Geschichte im wirklichen Leben manifestiert. In dem Experiment werden wir Kinderreimtexte mit einer bestimmten Funktion kreieren und dann die dargestellten Puppen und Symbole nach Bedarf in einem sorgfältigen Test. Okay. Geschichte wirklich. Okay, wo sind wir? Es werden verschiedene Kombinationen von Puppen, Symbolen und Reimen ausprobiert, um eine große Menge an Daten zu sammeln, in der Hoffnung, dass sich ein Muster ergibt. Die Methoden werden im Laufe der Tests auf der Grundlage unserer Ergebnisse angepasst. Und ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ich flippe hier aus mit den Tasten, wirklich. So, pass auf, hier hat einer eine Tasche gepackt und wartet hier die Forschungseinrichtung? Was soll ein Witz sein? Kann ich mal Klotz und Kekkerle machen? Nee, Spaß.
Also. Okay. Heldenpuppe. Wolfspuppe. Und Leute. So, Standortvorbereitung. Witchfinder Station 2, Flussufer 1, Ferienhäuser am Cordon Lake auch 1. Das sind die Standorte von diesen. Von diesen Kreisen da oder was? Genau was? Nee. Die wirklich so. Nicht jetzt hier eigentlich hinten eine Kassette oder so? So, warte mal, was haben wir denn jetzt? Nee, das muss ich hier machen. Ja, warte mal, warum sehe ich die Puppen nicht? Okay, sehe ich die vielleicht irgendwo anders? Oh, ich habe nachgeladen. Also, Batterie. Hier irgendwo einen Pin gesehen? Nee, wa? Ja, wo soll jetzt auch der Administrator-Pin sein, ne? Ist der hier vielleicht drin? Wurde er mitgewaschen? Ja, ach, ich bin in die Tüte getreten, glaube ich. Also mit den Pins ist das hier echt kacke. Sehen wir irgendwo Zahlen an der Wand oder sowas? Cat? Guck mal hier. Okay, gut. Nehmen wir. Was ist hier? Scheiße, ey. Das ist ja wieder ätzend. Kommen wir hier nicht weiter? Also, doch, kommen wir, aber... War hier noch irgendwas auf diesen Schriftzug? Nee. Ja, was ist denn jetzt? Kommen wir hier hinten runter? Ja, ne? Ja. Wo geht das lang? Schön, wenn ich mich so schnell drehe. Geh mal hier lang. Ah ja. Da ist was. Da hängt was an einem Baum. Was ist das? Ist das für die Kinder gemacht gewesen? Ist ja überall so eine Scheiße. Noch eine Lunchbox? Wer lässt die hier rumliegen? Ja, die haben doch hier Experimente gemacht. So, natürlich wirst du Erfolg haben. Sonst wärst du nicht der Held. Manuskriptfragment. Ach so, 9 Stück? Wow. Da kann ich ja bald eine Waffe aufrüsten. Müsste jetzt eigentlich 10 haben, ne? Davor habe ich nur eine gesammelt. Also ein Manuskriptfragment. In die Runde? Ich dachte gerade, da wäre ein Vieh. Man muss hier echt genau hingucken. Ich gehe mal runter. Habe ich hier nicht gekämpft mit dem? Nee, ne? Da irre ich mich jetzt bestimmt. So. Sind wir denn jetzt eigentlich hier? Kriege ich das auf? Nee, da ist auch wieder ein Schloss. Wo soll ich denn die ganzen Schlüssel herkriegen? Das ist die Frage. So. Hier hinten sind wir hergekommen, ne? Genau, hier war auch ein Schloss vor. Ah, ich weiß nicht warum. Hier lade ich mich auf. So, genau. Warte mal. Wir haben eine Karte, Leute. Schutzraum, Behälter. Witches Late. Hardort. Muss über die Brücke. Wieder zurück. Einfach den Weg geradeaus. Und dann komme ich zum Tatort. Und ich soll ja gucken, warum der FBC Station. Sicherungskasten. Schutzraum. Witches hat hier. War doch der Behälter, ne? Ja. Gut. Dann latschen wir jetzt schnell zurück. Nur die Ruhe. Wir kriegen das hin. Ich meine, wir sind ja jetzt schon gut weitergekommen. Hier lang, wa? Jo.
Wir sind da schon gut weitergekommen. Hör mal. Müssten wir eigentlich hier hoch, ne? Oder? Genau, dann gerade. Zack, da ist sowieso dicht. Das Blöde ist, hier ist nur nicht wirklich ein Weg, ne? Mann, schon wieder drauf? Gar nicht zu fassen. Geh mal weg. Was ist jetzt los? Krieg ich Munition von dem? Nein. Okay. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. So, genau. Hier muss ein Weg sein eigentlich. Ein Weg? Ach, die sind immer so schwer zu erkennen. Naja, gut, okay. Wie dem auch sei. Hier hoch war das nicht, ne? Hier sind wir ja nur zu dem anderen Scheiß gekommen. Ja, achso, da sind wir zu dem Behälter gekommen, ne? Nee. Yeah. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen zum Tatort zurück. Ja, sorry, Leute. Hier sind wir doch gut. Gut, hier. Tatsache ist wirklich weggegangen, ne? Ist nicht mehr nass? Ja, aber was soll ich denn jetzt hier untersuchen? Die Station da oben, ne? Hey! Was ist mit dir los? Lauf da durch. Ich glaube, vorher schon. Jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Wir sehen uns am Parkplatz. Wieso bin ich jetzt hier fertig? Optional unter. Irina. Okay, krass. Ich bin wirklich fertig. Sollte das echt. Ich bin ja nicht so einer, der hier eigentlich überall rumsucht, macht und tut, ne? Eigentlich will ich schnell vorankommen, ne? Damit die Leute schön die Story sehen. So, was ist denn jetzt hier los? Wo ist denn der Zuständige hier? Wo ist denn der hin? So, was haben wir denn hier schon wieder zu lesen? Warnungshinweis. Eindeutige Anzeichen von Manipulationen. Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen, aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier für den Fall, dass nicht ich mich um die Reparatur kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das ganze Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Stephen Lee, Cheftechniker. Alright. Wer manipuliert denn das Ding hier? Und warum? Was ist denn da? Da ist noch eine Lunchbox. Aha, siehst du? Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Gib her die Fragmente hier, siehst du? Zwei. Gut, aber irgendjemand manipuliert das Ding da. Warum? Gut, jetzt hauen wir ab, Mann. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Schluss. Außerdem wollen wir wissen, was mit Alan Wake ist, ne? Immerhin jätet ihr um den. Schnauft ganz schön, ne? So fit ist sie nicht so unbedingt. Aber gut. So, was ist denn jetzt hier? Wo muss ich denn hier lang? Oh, ich will wieder falsch gelaufen, ne? Hier lang. Ah ja. Bereit? Na, klar. Mr. Wake. Wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls.
Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gato der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du nochmal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Ja. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Ich erinnere mich. Danke, willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband die Old Gods of Asgard. Oh, Scheiße. Dann legt mal los, ihr verrückten Spätabends. Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. Relevante Orte, Fälle, erfassen, Objekte. War das eine Aufzeichnung? Kennen wir ja schon. So, wir sind jetzt Alan Wake.
Da sind wir. Wieso ist ein Casey da? Vor allem eine Sache. Etwas zog mich zum Fernseher. Ja, Klappe. Ein Drang, den Bildschirm zu berühren. Von Saga Anderson ist die Tochter da. Die Rose hat ja gesagt, ja, aber wieso? Sie ist doch ertrunken, ihre Tochter und bla. Und jetzt hat der Vater auch am Telefon gesagt, ja, hätte ich sie nicht gerettet, dann wäre sie ertrunken, bla. Sehr komisch. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Yeah. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room, gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Hallo?
Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich auch. Ich musste nach Hause. Was passiert hier? Was passiert hier? Habt ihr gesehen? Die haben auch alle die Tasse Oh Dear vom Diner. Hier, was auch die Saga Anderson hat da. Warum haben die alle dieselbe Tasse? Das beunruhigt mich. So, wir sind jetzt Alan Wake. Wake. Wake up, Junge. Was ist denn das hier? Hä? Hey, warum? Ich darf doch gar nicht im Dunkeln hier rumschlendern, oder? Der hat doch... Versteh's nicht. Hat der jetzt eine Macke? Gut, da ist jetzt ein Buch rausgekommen. The Initiation. Das hat er nicht geschrieben. Angeblich ein anderer. Böser Doppelgänger oder was? Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe mir ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Gut, okay, jetzt bin ich hier hinten. Old Gods of Asgard, okay. Volle Macke hier. Hier kommt man gar nicht mehr. Also irgendwie kommt man überhaupt nicht mehr hinterher. Rote Knöpfe, ich will drücken. Okay, Spaß beiseite. Mr. Door. Das kann ja auch nur ein Witz sein. Mr. Door? Wer heißt Mr. Door? Okay, da komme ich durch. Ist hier ein Albtraum? Old Gods of Asgard? Ist hier jemand? Hallo? Ist hier ein Bandmitglied noch? Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. Neighbor of the Beast. 665. Hä? Ist doch hier nicht echt. Das kann nur ein Traum sein, deswegen bewegen sich die Kissen und alles. Okay. Weiter geht's. Mr. Door, seine Tür. Mr. Door? Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Nicht wundern, es ist wirklich sehr dunkel hier. Wahrscheinlich alles mit Absicht gemacht. So, was steht denn hier jetzt? My interpretation of many worlds. Dr. Caspar Darling. Meine Interpretation von vielen Worten. Ja, habe ich doch gerade. Hä? Mal das Bild. Warum bin ich hier überall? Warum ist Casey da überall? Guck mal, hier ist auch Casey. Was hat Casey damit zu tun? Ich weiß, er ist Max Payne und müsste eigentlich in Zeitlupe hin und her springen, aber... Was haben wir denn hier? Naja, bitte doch. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Vor allem diese echten Filmausschnitte, ne? Eigentlich ganz cool gemacht. Warum laufen wir jetzt hier eigentlich in einem Studio rum, wo keine Sau ist? Also, Backstage-Bereich. Storage. Machen wir auf hier. Ist hier was? Keine Ahnung. Und was ist dieses Geschleiere? Also dieses Geschliere? Alter, Finne. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Ja, wohin? Kollege Schnürschuh. Okay. Ich hoffe, hier geht's raus hier hinten. Das Spiel wird gespeichert. Das bedeutet nichts Gutes. Was?
ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Mein Timing mit der Kamera ausschalten, das hat echt gut gepasst gerade. Ich hatte geschrieben. Initiation. Schreib, um zu entkommen. Also hat er es doch geschrieben. The Initiation. Ja, kein Wunder, wenn der hier oben schreibt, dann kriegt er eine volle Macke hier. Sieht an, wie das hier aussieht. Okay, was hat er denn? Initiation? Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Schreib, um zu entkommen. Muss er jetzt... Handlungstafel. Ach, das ist wie der Fall. Hier, Autorenraum. Du Scheiße, was haben die denn jetzt hier? In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich wäre zu Hause in New York. Aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusste das, was da draußen war. Ich versuchte, eine Geschichte zu schreiben, um diesen Ort zu entkommen. Ich musste mehr schreiben. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ mich vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Der dunkle Ort, gefangen, schreib, um zu entkommen, ließ mich. Vorsicht, Scratch, Alice. Okay, krass. Was haben wir da noch? Das gucken wir uns noch an. Ach, das Radio-Ding. Das ist sozusagen wie der, ich musste weiterschreiben. Wie der Gedankenraum, bloß halt in seiner Version. Na, dann kritzel mal weiter, du Penner. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! So, aber... Hier beenden wir die Karriere. Guck mal, im Fenster da. Im Bild. Seht ihr das? Guck mal, im Alan Wake-Bild da. Da spiegelt sich der Fernseher. Raytracing is on. Nee, aber das war's halt für die Folge. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten, natürlich. Und, wie immer. Ballert das Like rein. Abo, bla bla bla, was weiß ich. Wenn ihr mehr sehen wollt, also, bis zum nächsten Mal, haut da rein, macht's gut, ciao.